Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zu meinem Unboxing des Sony Xperia Go, dem Outdoor-Smartphone in Sony Mobiles Xperia-Reihe. So sieht die Verpackung aus. Es ist die typische Verpackung für Sony Xperia-Geräte. Machen wir direkt auf und schauen, was wir dabei haben. Wir haben ganz oben das Smartphone ohne Rückseite, weshalb schauen wir es gleich genauer an. Die Rückseite befindet sich in einem Extra. In einer extra Folie unter dem Smartphone. Wir haben hier links am Rand, machen wir mal unten auf, das Datenkabel, um beispielsweise das Gerät am Notebook oder PC zu laden oder natürlich um Dateien auszutauschen. Das Datenkabel benutzen wir aber auch mit diesem Netzteil gemeinsam, um das Smartphone dann über die Steckdose normal zu laden. Wir haben außerdem mit dabei ein Headset. Es ist kein In-Ear-Headset, aber es hat, wenn ich das gerade richtig sehe, hier so eine kleine Fernbedienung mit dabei. Könnte sein, dass ich mich vertue, sieht man noch nicht genau. Wir haben einen Adapter für die SIM-Karte. Falls man eine Micro-SIM hat, kann man auch die trotzdem noch reinpacken. Und wir haben ein bisschen was zu lesen, eine Kurzanleitung, wichtige Informationen, Rabatt für die Smartwatch, eine kleine Hilfe zur SIM-Karte zum Einsetzen und SAR-Informationen. Das war's. Das ist die blaue Packung und dieses Blau findet sich auch wieder im Smartphone, genauer auf der Rückseite. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Outdoor-Smartphone, IP67-Zertifizierung bedeutet unter anderem wasserdicht. Bis zu 30 Minuten bis 1 Meter ungefähr. Bedeutet, die Komponenten müssen natürlich alle relativ gut geschützt sind. Und das sind sie. Zum einen natürlich durch die Rückseite, durch diese Schale. Allerdings hauptsächlich ist das hier alles sehr, sehr schön verschraubt. Die Zugänge sind alle ordentlich abgedichtet und so weiter. Apropos, bevor wir uns das Ganze jetzt mal genauer angucken, das machen wir mal ohne die Rückseite, denn nur so kommen wir an Komponenten wie beispielsweise den SIM-Karten-Slot. Und wir fangen mal an mit der linken Seite. Auf der linken Seite befindet sich ganz oben der 3,5 mm Klinkenanschluss fürs Headset unter dieser Kappe. Lässt sich ganz einfach entfernen, sitzt aber trotzdem gut. Und fest. Direkt darunter haben wir den Micro-SD-Karten-Slot. Auch der ist geschützt unter diesem kleinen, angehängten Gummi- oder Schaumstoffteil. Nehmen wir es weg, können wir sie einsetzen, packen das wieder drauf und es sitzt fest und ist geschützt. Noch ein bisschen weiter unten haben wir diesen Slot hier, diesen Schlitten für die SIM-Karte. Und man sieht, es ist eine normal große SIM-Karte, die hier reinkommt. Auch das wieder ordentlich geschützt. Wunderbar. Und das war sie auch schon, die rechte Seite. Machen wir also weiter mit der linken. Na, es war gerade die linke Seite, verzeiht mir. Das ist jetzt die rechte Seite. Hier sehen wir den Micro-USB-Kartenslot, ebenfalls geschützt. Auch das machen wir wieder zu und ansonsten sehen wir hier nicht viel Besonderes. Aber wir gehen nach oben und sehen hier den Ein-Aus-Power-Button. Der sieht jetzt noch nicht so spannend aus, den erkennen wir aber besser, wenn wir nachher die Rückseite draufpacken. Gehen wir noch ganz kurz nach unten. Was sehen wir hier? Hauptsächlich nur diese Öse. Diese Öse ist gut für so eine kleine Trageschlaufe, sage ich mal. Ansonsten können wir noch mal die Rückseite betrachten. Alles gut verklebt, verschraubt, wie es sein soll. Packen wir die Rückseite mal drauf, die sich übrigens meiner Meinung nach recht fummelig ablösen lässt. Bedeutet zum einen wahrscheinlich, dass sie relativ gut sitzt. Das Ganze muss so ein bisschen knacken. Zum anderen aber auch, dass man sie nicht unbedingt allzu oft öffnen sollte. Und jetzt können wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Die Lautstärkewippe haben wir hier, die wir jetzt erkennen. Hier oben den Zugang zum Micro-USB-Anschluss. Hier rechts das Headset und Micro-SD-Karte und SIM-Karte können wir von hier aus nicht entfernen oder auch nur anpacken. Den Power-Button aber natürlich trotzdem. Und jetzt schauen wir weiter mit der Rückseite. So sieht sie aus. Sie ist aus Plastik. Hört man auch. Fühlt sich auch nicht unbedingt so wertig an, ist aber in dem Preissegment auch nicht wichtig. Fühlt sich aber an, als würde es gut und sicher in der Hand liegen und das ist sehr wichtig. Ansonsten sehen wir hier oben noch Folgendes. Wir sehen hier natürlich die Kamera. Diese löst mit 5 Megapixel auf, hat einen Autofokus und ermöglicht Videoaufnahmen in 720p, also in HD. Daneben eine Single-LED als Blitz und daneben ein sekundäres Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung, beispielsweise in Videos oder bei Telefonaten. Gehen wir ein bisschen weiter runter, sehen wir das Sony-Emblem. Wir sehen Xperia-Schriftzug für die Xperia-Reihe und wir sehen hier den Lautsprecher, den wir auch eben schon ungeschützt gesehen haben. Ansonsten sehen wir hier nichts.
Wenn wir auf die Vorderseite wechseln, schauen wir uns auch die mal genauer an. Und zwar beginnen wir oben. Ich mache mal kurz sauber, Moment. So. Okay, wir beginnen mit der Hörmuschel und dem Sony-Schriftzug. Und wenn wir das Gerät mal so ein bisschen drehen, jetzt könntet ihr das sehen, sehen wir hier zum einen einen Lichtsensor, einen Annäherungssensor und eine Benachrichtigungs-LED. Wenn wir das Gerät mal so drehen, seht ihr hier eine Aussparung für eine Frontkamera. Diese ist aber nicht gegeben. Das heißt, wir haben zwar die Aussparung für eine Frontkamera, aber es ist keine drin verbaut. Stattdessen haben wir dort einen zweiten Annäherungssensor drin. Wir haben unterhalb des Displays eine Zurücktaste, eine Home-Taste, eine Menütaste, leicht tiefer gelegt. Jetzt seht ihr das ganz gut. Sehen wir hier unten diesen Bereich, in dem der Xperia-Schriftzug nochmal zu finden ist und das Telefoniermikrofon. Ansonsten nur noch das Display, das wichtigste am Gerät, meiner Meinung nach. Ja, es ist ein 3,5 Zoll Display, das sind 8,9 cm, wir sprechen natürlich von der Diagonalen. Es ist ein TFT Reality Display mit Mobile Bravia Engine, kratzfestem Mineralglas und Antireflexionsbeschichtung haben wir ebenfalls dabei. Es ist bedienbar mit nassen Fingern und hat eine Auflösung von 480x320 Pixeln. Ganz schön viel über ein Display zu sagen. Hoffentlich ist es auch toll. Das ganze Gerät ist 111 mm hoch, es ist 60,3 mm breit und in der Tiefe oder Dicke 9,8 mm. Das Gerät wiegt inklusive dem fest verbauten Akku 110 Gramm, ist ungefähr so viel wie eine Tafel Schokolade, kennt jeder von euch. Der Akku bietet 1305 mAh, der interne Speicher 8 GB, knapp 4 davon sind frei und wir können ihn per um 32 GB erweitern. Das Gerät gibt es in dieser Farbe. Diese ist schwarz, aber ebenfalls noch in weiß und in einem Gelb. Das kostet ungefähr 250 Euro, ist auch lagern, wenn man es denn haben möchte. Das heißt, geht in den Shop eurer Wahl, es dürfte vorrätig sein. Ja, so viel jetzt mal zu dem Äußeren. Vergleichen wir das Ganze mal mit einem anderen Outdoor-Smartphone, welches wir eben noch da haben. Und zwar ist es das Samsung Galaxy X-Cover. Von der Größe her seht ihr schon einen Unterschied, einen kleinen Unterschied. Wir schauen jetzt aber nur noch auf die Dicke, auf die Rückseite, Oberseite und Unterseite, sodass ihr euch in etwa mal vorstellen könnt, wie denn ähnliche Geräte von der Größe her auch wirken. Ich lege mal noch das HTC Desire HD dazu. So sieht das von oben aus, damit ihr euch ungefähr eine kleine Preisvorstellung machen könnt. Außerdem ist mir hierbei aufgefallen, dass sich diese beiden Geräte wirklich relativ ähnlich sehen vom Rahmen her. Aber das tut hier nichts zur Sache, denn wir sind beim Sony Xperia Go. Und ja, das war's auch schon. Das war mein Unboxing zum Sony Xperia Go. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.